Herzlich willkommen zum Infowebinar. Es freut mich sehr, dass so viele von euch heute dabei sind. Dann legen wir gleich los. Es ist ja jetzt eine ganz schöne Zeit mit vielen Lichtern und in den letzten Jahren war es ja immer schwierig mit den ganzen Einschränkungen, aber Gott sei Dank heuer wieder viele Weihnachtsmärkte haben offen und wir sind wieder näher bei der Normalität angekommen. Was werden wir heute alles hören? Es geht so ein bisschen um die Langzeitbelichtung. Es gibt im Schloss Laxenburg eine ganz tolle Ausstellung im Moment, die läuft noch bis Ende Jänner. Eine ähnliche Installation gibt es in Grafeneck und in Klosterneuburg. Dann Blaue Stunde am Weihnachtsmarkt, so ein Evergreen. Ein bisschen mit Porträt im Outdoor-Bereich werden wir uns beschäftigen und auch Indoor. Dann weihnachtliches Keksebacken und Gestalten einer Weihnachtskarte. Das ist die Agenda für heute. Und ich freue mich schon auf die nächste gute halbe Stunde und hoffe, da einiges an Inspiration und Tipps mitgeben zu können. Ich möchte jetzt einmal ein paar ganz grundsätzliche Dinge noch klären, weil die immer wieder kommen und das werden viele von euch schon wissen, aber das kann man nie genug hören. Und zwar, welchen Modus wähle ich? Wir kennen ja die Programmautomatik, wir kennen den AV-Modus, die Zeitautomatik, wir kennen TV oder S, die Blendenautomatik und wir kennen den manuellen Modus. Die Programmautomatik, sozusagen, da habe ich wenig Einfluss. Ich habe keine volle Kontrolle und das wäre für mich die Geschichte nur in Notfälle. Also wenn ich mal geschwind nicht weiß, was ich machen soll, dann kann ich das durchaus verwenden. Und der Oliver Bader hat das letzte Mal erzählt, seine Schwester macht immer die Weihnachtsfoto in der grünen Punktautomatik und das funktioniert trotzdem, auf das kann man sich nicht verlassen. Wie gesagt, Programmautomatik ist immer so ein bisschen ein Ausgleich zwischen Verschlusszeit und Blende, ist eher verschlusszeitenorientiert. Aber wenn es dann dunkler wird, habe ich natürlich ein Problem damit. Der TV, der S-Modus, die Blendenautomatik, hier steht die Verschlusszeit im Vordergrund. Das ist typisch bei Sport, bei Tiere, bei Mietzieher, bei Langzeitbelichtungen kann ich es verwenden, muss ich aber nicht. Das ist der Modus, den wir im Advent eher weniger brauchen. Und ihr werdet sehen, der sogenannte AV-Modus oder A, die Zeitautomatik. Manche Leute meinen ja, A steht für Automatik, aber da steht für Aperture, für die Blende. Und das ist sowieso der wichtigste Modus in der Fotografie oder einer der wichtigsten. Die Blende steht im Vordergrund, das heißt, ich habe eine präzise Wahl der Schärfentiefe. Möchte ich viel Schärfe haben oder möchte ich weniger Schärfe haben? Möchte ich einen Freisteller, dass der Hintergrund sozusagen unscharf wird. Und wenn ich wenig Licht habe, dann weiß ich auch, muss ich die Blende möglichst weit aufmachen. Und natürlich der manuelle Modus, das ist die Königsklasse. Und dieses Dreieck mit Zeit, Blende, ISO, das ja jeder von uns kennt, das kommt hier zum Tragen. Und ich bemerke oft bei den Kursen, dass jemand sagt, du, jetzt bin ich im manuellen Modus, was soll ich jetzt einstellen? Also viele wissen nicht, was sie dann wollen, aber in Wahrheit ist es eigentlich so, ich muss mir überlegen, vielleicht noch ganz kurz, was hilft uns jetzt noch? Das wäre der Bildstabilisator, der schützt vor Verwackelung. Dann der Blitz zum Aufhellen, gibt es eventuell ein Problem mit der Handhabung und Stativ natürlich für längere Verschlusszeit Entschleunigung. Aber wenn ich jetzt im manuellen Modus fotografiere, muss ich mir auch überlegen, was hat meine Priorität? Die Verschlusszeit oder die Blende? Und ich beginne dann zum Beispiel jetzt mit der Blende. Ich überlege mir eine Blende, dass ich sage, okay, ich möchte gerne Blende 5,6 jetzt wählen. Und dann weiß ich, okay, ich möchte ein 125stel haben, weil ich kein Stativ habe. Und dann muss ich die ISO halt anpassen, damit die Lichtwaage in der Mitte steht. Und so wie ihr wisst, wenn wenig Licht ist, werden die ISO hoch oben stehen. Also ein hoher Wert. Und wenn halt viel Licht ist, werden sie weiter herunten sein. Das heißt einfach, wenn ihr im manuellen Modus fotografiert, überlegt euch, was ist für euch wichtig, die Blende oder die Verschlusszeit. Ihr wählt das eine vor und das andere müsst ihr dann als zweites einstellen und die ISO sozusagen als drittes. Im Prinzip funktioniert es genau gleich wie bei den Halbautomatiken, nur muss ich halt hier beide Parameter einstellen und viele moderne Kameras haben auch eine sogenannte ISO-Automatik.
Das heißt, ich kann auch mit der ISO-Automatik dann mir die Grundhelligkeit holen. Und der Peter schreibt schon, ich denke, ISO-Automatik funktioniert ganz gut, da hat er recht. Und wenn man mal eine Zeit lang im manuellen Modus fotografiert, versteht man natürlich das Prinzip der Fotografie sehr, sehr gut. Wobei, es wird halt immer behauptet, man muss im manuellen Modus fotografieren, damit man ein richtiger Fotograf ist. Also wenn man jetzt ein gutes Auge hat, dann geht vieles auch in der Zeitautomatik oder in der Blendenautomatik. Nur vielleicht so ein kleiner Hinweis, wenn ihr Porträt macht und ihr wählt die Blende vor mit der Zeitautomatik, also AV, und es wird dunkler, wenn man nicht aufpasst, dann kann es natürlich sein, dass man die Fotos verwackelt. Wenn ich hier im manuellen Modus einstelle, eine fixe Blende, zum Beispiel 5,6, eine Verschlusszeit zum Porträtfotografieren von 1/160, dann bin ich auf der sicheren Seite, muss dann nur mehr im Laufe der Zeit die ISO höher einstellen, wenn es halt dunkler wird. Also, die Conclusio, ich muss mich entscheiden für diese eine der beiden Prioritäten, Blende oder Verschlusszeit. Und wenn ich dann einmal fotografiere, dann sehe ich, aha, es ist schon sehr dunkel, ich möchte die ISO nicht so hoch stellen, dann brauche ich ein Stativ oder einen Blitz. Das heißt, wenn ich dann nicht genügend Licht an mein Motiv bekomme, weil es zu dunkel ist, muss ich entweder einen Scheinwerfer aufbauen, einen Blitz verwenden oder ein Stativ und dann kann ich wieder ganz lang belichten. Also das ist sozusagen hier ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt Fotoinstallation Illumina im Schloss Laxenburg. Das ist jeden Tag von 16.30 Uhr bis 22 Uhr. Und es sind verschiedene Stationen, die wirklich sehr, sehr schön und ausführlich und toll beleuchtet sind. Und ich kann euch das nur ans Herz legen. Wenn ihr nicht fotografieren möchtet, könnt ihr mit euren Kindern oder Enkelkindern hingehen. Die werden auch eine große Freude haben. Und was sind jetzt diese Herausforderungen bei so Nachtaufnahmen? Das wäre mal die Belichtung, der Weißabgleich, die Bildgestaltung und der Autofokus. Wobei ihr sehen werdet, es löst sich relativ schnell auf und die Herausforderungen sind nicht so groß. Wenn ich mit Langzeitbelichtung arbeite, dann habe ich natürlich ein Stativ, habe die ISO niedrig, sprich auf 100 oder 200, habe den manuellen oder AV-Modus, nehme einen Fernauslöser und ich stelle dann meistens Blende 8 oder Blende 11 ein und die Verschlusszeit sozusagen im AV-Modus wird von der Kamera vorgegeben. Das heißt, ich habe hier den großen Vorteil, dass ich auch länger belichten kann, wenn ich 20 Sekunden belichte, 30 Sekunden belichte, spielt es ja keine Rolle, weil ich ja ein Stativ habe. Und wenn ich Fotos machen möchte, wie das hier im Hintergrund, das wird natürlich ohne Stativ nicht funktionieren. Was auch interessant ist, ich könnte mit sehr hohen ISO fotografieren und kürzer belichten, aber dann kommt die Lichtstimmung nicht so schön. Es ist ein Unterschied jetzt rein vom Bildlook, ob ich mit ISO 200 5 Sekunden belichte oder ISO 6400 eine Viertelsekunde. Das heißt, wenn ich jetzt dieses schöne Licht einfangen möchte, muss ich einfach länger belichten. Das ist sozusagen eine wichtige Botschaft. Diese LED-Ketten, die hier gespannt sind, das ist ja ganz interessant. In diesem Fall habe ich aber doch kürzer belichtet, so eine Viertelsekunde. Wenn ich hier nämlich mehrere Sekunden belichte, 10 Sekunden, dann habe ich immer weißes LED-Licht. Das heißt, es fehlt so viel Licht auf einen Sensor, dass die Farben irgendwann einmal verloren gehen. Das heißt, in dem Fall habe ich mich entschieden, kürzer zu belichten und höhere ISO zu verwenden, damit ich einfach diese schönen Farben auch differenzieren kann. Wer bei mir im Kurs war, kennt das Vordergrund nach Bildgesund. Das ist hier ein sehr tiefer Standpunkt. Das heißt, das war ein Geländer, eine Brücke und das Stativ war ganz am Boden unten und diese gelben Ringe, das sind einfach LED-Lampen, die hier vorne befestigt waren auf diesem Geländer und die habe ich im Vordergrund eingebaut, die waren 20, 30 Zentimeter von der Kamera weg und diese Fische hinten, die da ins Wasser springen, das ist dann ein irrsinnig ein schöner Kontrast. Das heißt, wenn es irgendwie geht, suche ich mal einen Vordergrund und versucht den einzubauen und erzeugt damit automatisch räumliche Tiefe.
Was auch interessant ist, also es sind jetzt einfach hier die Bäume in den verschiedensten Farben beleuchtet. Das ist wieder eine längere Verschlusszeit von 10 Sekunden. Auf der linken Seite sieht man hier auch Fußgeher, die haben wahrscheinlich ein Handy gehabt oder irgendwas, was leuchtet. Man sieht auch diese lange Lichtspur und man muss halt dann immer schauen, dass ich halt da einfach zusammenkomme. Die Ilse schreibt, wie stellst du den Weißabgleich bei diesen Fotos ein? Das ist eigentlich denkbar einfach. Im RAW stelle ich ihn auf Automatik oder auf 5200 Kelvin. Also wenn ich im RAW fotografiere, fotografiere ich fast immer mit 5200 Kelvin mit einem fixen Wert. Aber hier würde auch im JPEG der automatische Weißabgleich sehr gut funktionieren. Also der Weißabgleich hier ist eigentlich kein großes Problem. Und bei der Belichtung kann ich ja an der Lichtwaage schauen. Aber wenn ich hier so viel schwarzen Hintergrund habe, muss ich auch eher knapper belichten. Picture in Picture ist aus, wenn wir gleich mal schauen, was mit der Kamera ist. Okay, jetzt ist gerade unsere Kamera ausgefallen. Warte mal, Felix, geht schon wieder? Okay, danke. Okay, noch mal Kleinigkeit. Das heißt, hier muss ich ein bisschen knapper belichten, damit der Hintergrund auch wirklich dann schön schwarz wird. Wenn ich hier sehr hell belichte, dann fängt das natürlich wahnsinnig zu rauschen an und schaut auch nicht so schön aus. Diese Wasserfontänen, das ist auch sehr interessant. Also so circa in der Mitte der Installation gibt es zu klassischer Musik eben diese Wasserspiele und hier kann man auch ganz, ganz lange experimentieren. Hier auch ein bisschen eine kürzere Verschlusszeit von so einer Viertelsekunde. Ansonsten ist das große Problem, dass das alles wieder komplett verschwimmt und man die Kontur dann eigentlich nicht mehr so schön sehen kann. Also hier muss man ein bisschen durchprobieren und in dem Fall wäre aber diese lange Verschlusszeit nicht immer hilfreich. Aber das ist sozusagen auch so ein Experimentieren und ich bin heuer eigentlich in Porto drauf gekommen. Ich habe diese berühmte Brücke einmal mit sehr hohen ISO fotografiert und ich dachte, die leuchtet ja überhaupt nicht. Und ein paar Tage später dann mit ISO 100 und mit 10 Sekunden und auf einmal war das so, wie ich das eigentlich wollte. Das heißt, das Learning in dem Fall natürlich unbedingt ein Stativ, der ISO-Wert fest zwischen 100 und 400. Wenn es sehr windig ist, dann nehme ich eher die ISO ein bisschen höher, damit ich halt nicht verwackle. Es kommt darauf an, wie stabil euer Stativ ist. Dann überleg dir die Länge der Belichtungszeit. Also möchtest du jetzt lange belichten und dann hast du natürlich alles eingefangen, komplett unscharf. Aber wenn du zum Beispiel jetzt so eine Lasershow hast oder Wasserspiele, dann macht es auch Sinn, kürzer zu belichten. Vielleicht noch was zum Autofokus. Wenn ihr jetzt eine aktuelle Kamera habt, dann ist das für den Autofokus überhaupt kein Problem. Wenn aber jemand dann schon etwas ältere Spiegelreflexkamera hat, dann müsst ihr mit dem manuellen Fokus fokussieren, was aber auch kein Problem ist, weil sich die Dinge ja in der Regel nicht schnell bewegen. Aber ich habe jetzt mit der Canon EOS R6 fotografiert, der R5, also das ist überhaupt kein Problem. Und wenn ihr einigermaßen eine aktuelle Spiegelreflex habt, dann funktioniert das auch. Aber das kann auch schon ein Problem sein, wenn ich dann nicht sehe und dann einfach nicht mehr scharf stellen kann. Sie vorher anschauen, wo ist der Knopf, an dem ich dann auch manuell scharf stellen kann. Was ja, die blaue Stunde ist ja eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Und ich bin ja da permanent unterwegs. Und natürlich ist der Christkindlmarkt in Wien auch hier es gibt eine Fülle von Motiven, aber das geht ja genauso auf der Freiung, das geht im Schloss Schönbrunn. Also man kann das hier an jedem Christkindlmarkt natürlich probieren. Ihr solltet euch einen Tag suchen, wo der Himmel wirklich schön blau ist. Also nicht grau nach Möglichkeit, sondern wirklich schön blau. Denn dann wird es natürlich noch schöner. Und die blaue Stunde beginnt circa 30 Minuten nach Sonnenuntergang in Wien, aktuell circa 16 Uhr, 16:30 Uhr, also auf alle Fälle früh genug dort sein. Und das ist eine Kombination, diese Kombination aus blauem Himmel und Kunstlicht, das ist der Komplementärkontrast, das ist einfach das, auf das wir Menschen so wahnsinnig abfahren. Und mit dieser vielen künstlichen Beleuchtung, die ich im Weihnachtsmarkt habe, ist es natürlich eine tolle Sache und das sind also Fotomotive wirklich ohne Ende.
ein schöner Standplatz ist zum Beispiel vis-à-vis beim Burgtheater. Vor der Pandemie konnten wir da sogar einmal oben stehen in der Galerie, so hat man rauf dürfen, aber das ist natürlich jetzt leider nicht mehr möglich. Aber es geht auch direkt vom Portal und für so eine frontale Aufnahme ist natürlich bestens geeignet. Man sieht ja auch, ich habe relativ viel abgeblendet, weil ich diese schönen Sonnensterne habe, also die Blendensterne vom Licht, also Blende 11 oder Blende 16, eine längere Verschlusszeit, weil die Autos halt schon sehr, sehr unscharf sind. Hier dann noch einmal ein bisschen eine längere Verschlusszeit. Man sieht, die Straßenbahn ist fast nicht mehr zu erkennen. Das ist auch schon vom Ende der blauen Stunde und an einem anderen Tag aufgenommen. An diesem Tag war sozusagen was ein bisschen drüber, bewölkter, dann wird es natürlich nicht ganz so schön. Also wenn ihr jetzt einmal am Wetterbericht seht, dass am Vortag geschneit hat, dass die Luft klar ist und wenn am nächsten Tag dann sonnig angesagt ist, dann ist der richtige Moment, um da mal auszurücken. Sich einfach warm anziehen, Merino-Unterwäsche, eine gescheite Haube, Handschuhe und dann kann man mal so 2-3 Stunden schon super unterwegs sein und klasse Bilder machen. Wichtig ist auch der Blick nach oben und hier habe ich eine 80stel Sekunde bei Blende 2, ISO 1250, das heißt, das kann ich natürlich auch aus der Hand fotografieren, also wenn ich eine 60stel, eine 30stel, je nachdem wie ruhig eure Hand ist, könnt ihr schon auch aus der Hand fotografieren. Also es wird nicht immer alles mit dem Stativ gemacht und diese Kopfüberbilder sind ja manchmal schwierig auch mit dem Stativ zu machen. Und da spricht natürlich nichts dagegen, dass man das einmal sozusagen aus der Hand macht. Wenn dann die blaue Stunde vorbei ist, was leider sehr, sehr schnell geht, dann kann ich natürlich auch hier, wie es in Wien ist, beim Herzlbaum noch Fotos machen. Und da habe ich natürlich irre tolle Motive. Ich probiere hier verschiedene Belichtungen. Weißabgleich experimentiere ich hier fast nie. Und ihr seht, ich habe hier eine offene Blende. Also ich kann eine Blende, ob ich jetzt Blende 4 oder 5,6 nehme, spielt eigentlich keine große Rolle. In dem Fall nehme ich mal an, habe ich die Blende offen genommen, damit ich aus der Hand fotografieren kann. Aber das Foto könnte ich genauso gut vom Stativ machen. Dann brauche ich kein lichtstarkes Objektiv und kann das auch mit Blende 5,6, 8 ohne Probleme machen. Und werde halt dann etwas länger belichten müssen. Hier noch ein paar weitere Motive. Also wie gesagt, das ist einfach sehr, sehr schön. Und es gibt noch einen zweiten Lichterpark. Jetzt in Hitzing hat mir auch jemand geschrieben. Also im Moment ist da sehr viel los. Und ich habe mit den Leuten von Illumina auch gesprochen und die meinten, also sie haben erstens einmal die Öffnungszeiten verkürzt und sie haben LEDs, die sehr, sehr wenig Licht brauchen. Also ich glaube, das kann man auch verantworten. Wichtig ist vielleicht auf ungewöhnliche Blicke. Hier zum Beispiel, ich mache mal das Bild raus. Hier diese Spiegelung vor dem Rathaus. Also einfach mal schauen, wo tut sich was. So Sachen auch mitnehmen. Da ergeben sich wirklich ganz, ganz interessante Sachen. Wenn ihr dann am Weihnachtsmarkt unterwegs seid, dann müsst ihr euch immer überlegen, es gibt zwei Ebenen. Es gibt einmal die vordere Ebene und es gibt die hintere Ebene. Das heißt, überlegt euch einfach, wo ihr scharf stellt. Und ihr habt schon wieder zwei verschiedene Bilder. Ich habe hier einmal am Hintergrund fokussiert, einmal am Vordergrund fokussiert und schon habe ich verschiedene Fotos. Das ist eben das Schöne, dass ich hier sozusagen super experimentieren kann und ihr solltet zumindest ein 50 mm mit einer Lichtstärke von 1,8 haben. Dann macht es richtig Spaß. Also ich finde, wenn man hier unterwegs ist, kann man mit einem 50 oder 85 mm Objektiv nur so Sachen machen. Und das funktioniert natürlich mit einer Festbrennweite, mit einer großen Öffnung, sprich mit einer kleinen Blendenzahl natürlich viel, viel besser. Wenn ich hier ein Zoom-Objektiv habe, das vielleicht 5,6 oder 6,3 hat, habe ich das Problem, dass ich leichter verwackle, der Hintergrund wird nicht so schön unscharf. Also da wäre es wirklich sinnvoll, mal eine feste Brennweite einzupacken. Hier noch ein paar so Variationen. Genau, da schreibt es gerade, Modena Park gegenüber Wolfensberger Straße ist ein Tipp von mir, von Peter, danke. Ja, hier könnt ihr euch austoben und fragt vielleicht die Standler vorher, ob ihr ein Foto machen dürft. Sie sind in der Regel sehr, sehr freundlich, aber wenn man nicht fragt, das wollen die auch nicht. Und ich habe die dann immer auf Facebook markiert, habe ihnen mal ein Bild geschickt. Also so kann man sich auch
erkenntlich zeigen über WhatsApp oder so. Und dann ist das auch ein bisschen ein Energieausgleich. Also das Learning wäre vielleicht, verwende ein Stativ, wenn es möglich ist, ungewöhnliche Perspektiven, der Blick nach oben, Vordergrund oder Unschärfe im Hintergrund. Das heißt, wo es geht, unschärfe Elemente einbauen und natürlich Details nicht vergessen. Also wenn jemand gerne Makros fotografiert, kann er auch mit Makroobjektiv das machen. Das spricht überhaupt nichts dagegen. Also ich kann im Prinzip alles verwenden, wenn ich einen Weitwinkel habe. Aber das Schöne ist, wenn ich so einen 35, 50 mm habe, dann habe ich halt nicht so viel Hintergrund drauf auf einer APS-C-Kamera. Und das ist eine schöne Lichtinstallation. Das ist in der Nähe vom Palais Ferstl. Das heißt, es ist einfach wunderschön. Da kann man drinnen auch ganz ungestört fotografieren. Das gehört zu einem Innendesign-Geschäft, aber hat mich auch noch nie jemand angesprochen, aber auch mit Gruppen schon oft dort. Und diese Bilder laden dann natürlich ein bisschen was Richtung Porträt zu machen. Nehmt euch eure Enkelkinder mit oder euren Partner, die Freundin, den Freund. Und hier kann man richtig eine coole Porträtserie machen. Die kann man dann gleich zu Weihnachten verschenken. Und das finde ich ganz, ganz toll, mit diesem vorhandenen Licht zu fotografieren. Licht sehen, wie wir wissen, ist ja einfach eine ganz, ganz wichtige Tugend des Fotografen. Und das kann man hier außergewöhnlich üben. Und belastet euch nicht mit zu viel Ausrüstung. Ich würde mir hier maximal zwei Objektive mitnehmen, ein Standard-Zoom und eine Festbrennweite, 50 oder 85 mm. 1,8 reicht vollkommen aus. Also mit dem kann ich schon ganz viel machen. Johanna hat ja viele Jahre bei mir gearbeitet, ist jetzt leider mit dem Studium fertig und hat nicht mehr so viel Zeit, aber mit der habe ich ganz viele Projekte gemacht. Und ihr seht hier, wenn sie die Hand nach vorne streckt, dann kann ich diese Christbaumkugel in die Unschärfe laufen lassen und habe natürlich den Fokuspunkt bei der Johanna auf den Augen. Wenn ich jetzt eine neue Kamera habe mit der Augenerkennung, kann ich natürlich den Fokuspunkt einfach aufs Auge ziehen und habe dort sofort perfekt und richtig scharf gestellt. Das heißt, das ist überhaupt kein Problem und dann müsst ihr einfach, ansonsten, wenn ihr eine Spiegelreflexkamera habt, nehmt einen einzelnen Fokuspunkt, schiebt den in dem Fall auf die rechte Seite und setzt ihn auf euer Modell und dann könnt ihr auch ohne Probleme scharf stellen. Es ist hier in der Regel genügend Licht, denn sonst könnte man ja auch aus der Hand nicht fotografieren. Ihr seht hier eine 80. Sekunde bei Blende 1,8 ISO 400 und in dem Fall müsst ihr natürlich euer Modell bitten, dass es ganz ruhig stehen bleibt, ansonsten die Verschlusszeit einfach erhöhen. Wenn ihr so ein kreatives Model habt, man kann ja mit diesen Sternen ganz viel machen, also was immer ihr möchtet. Und das Schöne ist, hier müsst ihr euch nicht so um den Weißabgleich sorgen, wenn da mal ein bisschen ein Farbstich drinnen ist, macht überhaupt nichts. Das unterstützt eher so diese weihnachtliche Stimmung. Die Fotos sind sehr weich, denn das Licht ist sehr weich. Also wir haben da mal ein paar so Sessions gemacht und das war wirklich richtig, richtig fein. Und ihr seht hier, Blende 2,8, ISO 1600, eine Hundertstel Sekunde, also ganz leicht aus der Hand zu fotografieren mit dem 85 mm Objektiv. Also das ganz normale Canon-Objektiv, aber das sehr, sehr gut ist. Ja, wie gesagt, da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das kann man lustig machen, wie auch immer. Das Jahr drauf sind wir dann beim Rathaus gewesen. Und beim Bild links ist ganz wichtig, dieser tiefe Standpunkt. Das ist vorne ist das Geländer und in dem Geländer spiegelt sich ein bisschen ein Licht. Das heißt, ich erzeuge so kleine Bouquet-Kringel und da ist einfach die Devise runter. Also ich bin, glaube ich, hier gekniet und dann müsst ihr euer Model bitten, dass sie in eine Richtung schaut, wo sie beleuchtet wird. Also das ist jetzt der optimale Punkt, also vis-à-vis ist eine Beleuchtung im Park. Wenn sie aber jetzt weiter vorne sitzen würde, würde sie im Schatten sitzen. Wenn sie weiter hinten sitzen würde, würde so aussehen. Das heißt, ich habe hier ganz genau geachtet, von wo kommt das Licht. Und das ist eigentlich der Trick an der Geschichte. Schaut, von wo kommt das Licht und wie musst du dann deine Freundin, deinen Freund, dein Enkelkind hinsetzen, damit das funktioniert. Braucht ein bisschen Geduld, aber das ist wirklich eine coole Geschichte. Und rechts einfach hier noch einmal die Lichter im Hintergrund. Also man kann das Spielchen beliebig spielen. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsbilder.
der Zaun im Vordergrund mit den Lichtern, der gibt mir jetzt sozusagen dieses Bouquet, die Unschärfe, die räumliche Tiefe. Ich habe dann die Johanna ganz bewusst rechts positioniert und wir haben natürlich die rote Jacke dann ausgesucht nach den Herzl, damit das einfach harmoniert. Das heißt, wenn ihr dann unterwegs seid zum Fotografieren, keine schwarze Bekleidung, weil das wird nämlich nichts, also rot, gelb, also was Buntes, was auffällt. Oder schaut euch vorher mal an, was hier gut dazu passt. Das wird übrigens die Weihnachtskarte der Wiener Fotoschule heuer. Also, und ich habe in den letzten Jahren so viel fotografiert, weil ich ja gerade dieses E-Book auch geschrieben habe. Und es ist erstaunlich, was da alles zusammengekommen ist. Habt ihr schon einmal probiert, festzustellen, welches Bouquet euer Objektiv machen kann? Es gibt da ganz einen leichten Test. Und zwar, ich bin hier vor dem Café Landmann gestanden, habe die Kamera dann in dem Fall am Stativ gehabt, Hochformat, und hier eine Blende von Blende 5, 5,6. Und einmal habe ich scharf gestellt. Dann habe ich den Autofokus ausgeschalten und habe einfach in die Unschärfe gedreht. Und wenn ihr dann weiter dreht, seht ihr die Unschärfekreise. Bei der Systemkamera kann man das quasi 1:1 mitschauen, bei der Spiegelreflex musst du vorher ein Foto machen und nachher könnt ihr das dann sehen. Das heißt, einfach mal probieren, wenn ihr so einen Weihnachtsbaum habt oder andere schöne Lichter, ihr schaltet den Autofokus aus und stellt es dann manuell ein. Und wenn ihr jetzt vor diesem Motiv eine Person habt, die sozusagen 4 Meter davor steht, dann verschwinden eben diese Lichtkreise im Hintergrund in diese schöne Unschärfe. Bouquet, dieses unbekannte Wesen, ich habe es ja eh gerade erklärt, aber das ist ganz, ganz eine schöne Geschichte. Und viele Porträtfotografen suchen sich quasi die Objektive aus, je nachdem, wie sie diese Unschärfekreise machen. Da gibt es auch so ein paar richtige Freaks, aber das ist schon eine richtige coole Geschichte. Und das kann man ohne Photoshop machen. Ist auch interessant, dieses Bouquet, das von einer Optik gemacht wird, also das ist halt mehr räumliche Tiefe wie eins, das ich im Photoshop kreiere. So, was wäre hier das Learning? Das heißt, ich fotografiere mit offener Blende, ich nehme die ISO höher und die Verschlusszeit sollte kürzer als ein 1/25 sein wegen der Verwackelung. Und hier habe ich noch ein letztes Bild aus dieser Serie mit einer Lichterkette. Diese Lichterkette könnt ihr in Möbelhäusern, die gibt es fast überall, um 10 Euro kaufen. Da gibt es einfärbige und mehrfärbige. Und diese mehrfärbige habe ich dann vors Objektiv gehalten. Das heißt, ihr müsst dann wirklich, ihr nehmt einfach diese Lichterkette und bewegt sie Richtung Kamera. Das heißt, ihr solltet ganz knapp vor der Kamera sein und dann bekommt ihr diese schönen Unschärfekreise. Es macht richtig viel Spaß, auch zum Experimentieren und ist auch nicht schwierig, ist nur ein bisschen eine Übungssache. Also fast alle Dinge, die ich euch hier zeige, muss man nur üben, probieren und ihr werdet erstaunt sein, wie schnell ihr da zu einem Ergebnis kommt. Kekse backen in der guten Stube, so habe ich mein nächstes Kapitel genannt. Was sind hier die Herausforderungen? Licht, also zu viel Licht, zu wenig Licht. Meine Motive bewegen sich, Bildgestaltung, hohe ISO. Das heißt, in dem Fall habe ich wieder gesagt, okay, was ist jetzt zum Beispiel mit einer Canon EOS 90D mit dem 18-135 fotografiert, mit Blende 6,3, mit ISO 100. Hier hatten wir das große Glück, das war also am Nachmittag, bevor es dunkel wurde, dass wir schönes Fensterlicht hatten. Also das heißt, mit Fensterlicht könnt ihr super arbeiten und das würde ich immer nutzen. Also wenn ihr in der Wohnung oder im Haus ein großes Fenster habt, eine Fensterfläche, wenn da kein direktes Licht reinkommt, ist das zum Fotografieren einfach großartig. Es macht natürlich totalen Sinn, so Reportagefotos zu machen, die unsere Köchin schaut hier mal rein, ob die Kekse schon sind und dann geht es ans Verzieren. Also ich habe das ja auch für einen Artikel voriges Jahr mit der Johanna gemeinsam gemacht. Das heißt, man dokumentiert dann alle Schritte, die hier so entstehen. Und wenn ihr so Keksel fotografiert, könnt ihr die sogar mit einem Adventkranz beleuchten. Ihr könnt die mit D-Lichtern beleuchten. Ihr könnt das Raumlicht verwenden. Also alles, was ihr zur Verfügung habt, ihr braucht nicht unbedingt eine Fotolampe. Wenn es da ein bisschen am Farbstich gibt, spielt es keine so große Rolle.
Aber ich mache das auch ganz viel mit natürlichem Licht, weil das ist das Einfachste. Hier auch Makroobjektiv, das heißt ganz nahe ran. Das ist, glaube ich, nur mit einem Teelicht beleuchtet. Da kann ruhig ein härterer Schatten sein, das wird das Ganze ein bisschen plastischer. Und das mache ich natürlich vom Stativ. Ich habe hier Zehntelsekunde, Blende 5,6. Das heißt, die kleinen Sachen macht total Sinn, ein Stativ aufzubauen. Und dann kann man sozusagen hier richtig, richtig toll seine Kekschen fotografieren. Ja, und dann zum Abschluss natürlich, wenn das Ganze dann quasi gegessen wird, noch der gemeinsame Weihnachtspunsch. Und das ist natürlich schon ein bisschen eine Challenge. Hier ist folgendes Problem, und zwar das Raumlicht war sehr, sehr gelbstichig, das heißt, da muss man einfach aufpassen. Und ich habe hier reingeblitzt. Aber wenn ich hier zum Beispiel blitze, dann nehme ich die Blitzleistung auf -2. Das heißt, ich mache den Blitz komplett zurück und ich blitze indirekt. Das heißt, ich habe einfach hier dieses kleine Kärtchen, das oben rausklappt. Und man kann hier zum Beispiel auf der Kamera im manuellen Modus blitzen oder im AV-Modus. Und der Blitz bleibt aber in TTL, das heißt, der Blitz regelt sich automatisch. Er müsste ihn nur entsprechend schwächer machen. Und ihr werdet dann sehen, wenn irgendwann kommt der Punkt, wo es dann zu gelbstichig wird, dann hat das Kunstlicht gewonnen, also die Raumbeleuchtung. Das heißt, dann müsst ihr einfach den Blitz ein bisschen stärker stellen. Und hier ist einfach die Idee, dass man nur so leicht hineinblitzt, dass man ein bisschen die Schatten aufhält und mehr soll es dann nicht sein. Wenn ihr so einen wirklich einen argen Gelbstich habt, dann müsst ihr den Weißabgleich richtig einstellen. Das ist ganz, ganz wichtig, speziell bei JPEGs, weil sonst bekommt ihr das natürlich leider nicht mehr hin. Das Bild ist am letzten Donnerstag entstanden. Und wenn ihr zum Beispiel einen offenen Kamin habt, hier einfach den Kamin im Hintergrund und vorne so ein bisschen die Vanillekipferl und den Punsch drapiert. Das heißt, das gibt eine ganz, ganz tolle Kombination. Und hier habe ich vorne Tageslicht von einem großen Fenster. Das heißt, da habe ich überhaupt kein Problem mit dem Weißabgleich. Und scharf stellen einfach hier vorne auf die Kipferl. Und ihr seht, ich habe hier Blende 8. Also wenn ihr hier sehr offenblendig fotografiert, dann habt ihr wirklich nur wenige Millimeter Schärfentiefe. Und das ist nicht immer erwünscht. Und da muss man einfach aufpassen. Also da schadet Abblenden nicht. Hier noch einmal diese Vanillekipferl bei Fensterlicht. Die könnte man natürlich, ich könnte jetzt dann noch einen Farblook drauf machen, dass es noch weihnachtlicher aussieht, aber ich wollte es einmal so naturalistisch. Das heißt, wenn ihr hier ein großes Fenster habt, das Licht von hinten und da könnt ihr im AV-Modus fotografieren. Ihr seht es hier, ich habe hier eine 40stel bei Blende 4,5, habe aber in dem Fall dann auch natürlich ein Stativ genommen, weil man sich leichter tut beim Einstellen, weil dieses Schälchen ist ja auch nicht sehr groß. Also das Stativ entschleunigt und macht natürlich, ist eine gute Hilfe. Ihr könnt auch, wenn ihr so eine kleine LED-Leuchte habt, wir haben zum Beispiel eine zum Filmen, die ist auch für solche Dinge zum Aufhellen extrem gut geeignet, kostet so um die 100 Euro und man kann sogar die Farbtemperatur einstellen. Also das wäre auch für so kleine Sachaufnahmen, die nicht so groß sind, eine tolle Sache. Dann war noch die Idee, so eine kleine Serie zu machen, vielleicht als Weihnachtsgeschenk. Die Sarah kennen auch schon die einen oder anderen von euch. Und wir haben im Haus von ihrer Mama fotografiert und die hat einfach einen Raum irrsinnig schön dekoriert. Und es gibt ja auch bei euch viele Leute, die einfach die Wohnung schön festlich schon geschmückt haben. Und das solltet ihr vielleicht nutzen, um mal einmal eine Fotosession zu machen. Und das große Glück ist, wenn ihr das mit euren Lieben macht, habt ihr genügend Zeit. Das heißt, ihr seid dann nicht im Stress. Und dann könnt ihr vielleicht wirklich einmal eine tolle Porträtserie machen. Und hier haben wir sozusagen auch Licht von rechts, von einem Fenster. Das heißt einfach, das war am Vormittag, sehr, sehr easy. Und den Weihnachtsstern habe ich dann vorne einfach platziert, damit wir ein bisschen mehr räumliche Tiefe haben. Es macht immer Sinn, irgendwas zu kreieren, damit man räumliche Tiefe hat. Ihr seht hier, ich habe hier mit Blende 2,8 fotografiert. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel wieder das berühmte 50 mm habt, könntet ihr zum Beispiel noch ein bisschen mehr aufblenden. Aber ich bräuchte schon Blende 2,8, Blende 4. Also das wäre schon ideal und mit einer Festbrennweite ist das überhaupt kein Problem. Ja, hier so Familienshooting als Geschenk.
die Sarah mit ihrer Mama und rechts sieht man auch so ein typisches Fensterporträt. Das heißt, die Sandra steht hier vor dem Fenster. Ich habe rechts auch so einen ganz leichten Schatten, den hätte ich auch noch ein bisschen aufhellen können in der Bildbearbeitung, wollte ich aber nicht. Und ihr seht, hier kann ich einfach ganz, ganz leicht tolle Porträts machen, ohne künstliches Licht. Und das ist dann ein tolles Weihnachtsgeschenk. Da müsst ihr mal nur schauen bei euch, wo das passt im Haus und in der Wohnung. Also findet man sicher einen Platz. Auch große Gänge gehen. Aber hier war es auch so schön mit dem festlich geschmückten Tisch. Ein sehr tiefer Standpunkt, damit ich auch vorne die Unschärfe wieder bekomme. Das war auch so meine Intention. Und ihr seht, ich habe hier Blende 2 gehabt, 85 mm und ein 160. Also mit diesen Porträt-Sachen stelle ich immer ein 160. ein, wenn irgendwie geht, damit ich keine Bewegungsunschärfe habe. Also Bewegungsunschärfe ist bei den Porträts so ein Hauptgrund. Man hat dann irrsinnig schöne Posen, die Leute schauen super smart aus, aber dann hat man leider verwackelt. Also das ist sozusagen ein Problem. Das ist so banal, aber das passiert mir auch immer wieder. Man ärgert sich dann und das Böse ist, man sieht es am Display nicht. Ihr müsst aufpassen, diese leichten Verwackelungen seht ihr am Display nicht. Und da hilft euch auch der Bildstabilisator nichts, weil ich kann dann zwar eine Sekunde aus der Hand fotografieren, aber das Problem in dem Fall ist ja die Motivbewegung. Also da müsst ihr einfach achten. Und hier habe ich dann auch noch verschiedene Schärfeebenen. Einmal auf die Sandra im Hintergrund scharf gestellt, einmal vorne auf die Sarah. Also hier könnt ihr richtig, richtig spielen und bekommt dann auch die Fotos, die ihr gerne möchtet. Und wenn ihr eure Kinder motivieren könnt, wenn die vielleicht noch kleiner sind und die hier mit euch Kekse backen und wenn ihr nicht zu penetrant seid und denen am Wecker geht, vielleicht dürft ihr auch einmal ein paar schöne Fotos machen. Da sind dann sicher coole Bilder dabei. Nicht vergessen sind einfach Close-Ups, Nahaufnahmen. Das ist immer eine Geschichte, die mache ich permanent, weil das braucht man auch immer, immer wieder. Und wenn ich einmal eine Weihnachtskarte machen möchte, dann sind einfach solche Bilder, wo man auf einen Blick sieht, um was da geht. Das habe ich aus der Hand gemacht mit einer 250. Sekunde Blende 3,2, ISO 1600. Das heißt, ich habe hier keine Hemmung, die ISO auch höher aufzudrehen, denn natürlich sowas mache ich nicht vom Stativ. Es ist auch kein Grund, es ist auch das Licht vom Fenster. Also es ist keine zusätzliche Beleuchtung. Das ist mit dem 2470 gemacht und mit Blende 11. Und das war einfach die Oberfläche einer kleinen Anrichte. Und wenn ihr solche Möbel habt mit solchen tollen Oberflächen, das ist der perfekte Hintergrund zum Fotografieren von so kleinen Dingen. Und ich werde mir jetzt auch einmal ein paar so Holzplatten besorgen. Wir haben also in Niederösterreich so eine Tischlerwerkstätte, wo es noch Holz gibt. Ich werde jetzt einmal mich hinabbegeben. Denn für so kleine Dinge könnt ihr es auch im Baumarkt kaufen oder nehmt sich einmal irgendwo ein Abfallbrett mit, weil diese Bäckerei ist ja nur, weiß ich nicht, 3x3 cm. Und ihr seht, jedes Licht kommt also von vorne quasi. Und durch das habe ich einfach eine irrsinnige schöne Textur, weil bei Food-Fotos wird er oft beleuchtet von hinten quasi. Also das ist einfach perfekt für solche Sachen. Ja, was ist jetzt das Learning? Fensterlicht ist zum Beispiel so ganz, ganz tolle Geschichte. Objektiv mit einer Blendenöffnung von 1,8, zum Beispiel das 50 mm, am Makroobjektiv. Wenn ich jetzt diese kleinen Sachen fotografiere, ein Stativ. Und wenn ich am Stativ bin, natürlich die ISO niedrig. Sollte ich aber dann Porträts machen, kann ich natürlich dann auch mit den ISO höher raufgehen. Ihr seht es hier, ich habe hier ISO 2000 bei Blende 2. Und das ist das 50 mm Objektiv, das Standardobjektiv von Canon. Aber das funktioniert einfach grenzgenial. Wenn ihr mal eine Weihnachtskarte gestalten möchtet, hat vielleicht der eine oder andere schon gemacht, gibt es hier mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt das einmal im Bildbearbeitungsprogramm machen, Photoshop, Lightroom nicht, aber ACDC kennt ihr ja eh alle. Dann gibt es Canva, das möchte ich euch vorstellen. Und dann gibt es eine Fotobuchsoftware. Und es ist immer gut, wenn man solche Fotos auch macht für diese Weihnachtsgeschichten. Da kann man dann Text reinschreiben oder Foto reinsetzen. Also das auch nochmal als kleiner Reminder, weil diese Fotos haben wir genau dann für diesen Zweck gemacht. Und Canva, unter canva.com, also das ist auch in der Präsentation drinnen, könnt ihr euch registrieren und das ist auch kostenlos. Also viele Vorlagen kann man kostenlos nutzen. Und das ist zum Beispiel so eine Vorlage. Und diese Vorlage kann ich dann mit eigenen Bildern befüllen. Und da gibt es ganz, ganz viele Vorlagen.
Es gibt auch noch einige andere, aber das ist die, die ich auch, ich verwende auch in der Firma. Ich habe da so ein kleines Abo, aber es ist nicht nötig, dafür zu bezahlen. Also viele von diesen Vorlagen sind kostenfrei. Und dann kann man dort festlegen, in welcher Auflösung man das Ganze runterladen möchte. Das ist wirklich grenzgenial. Und es gibt ja nicht nur zu Weihnachten, die haben einfach Vorlagen für alles, sei es jetzt für irgendwelche Postings, für Folder, also alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz inspirierend. Ihr könnt euch dann das auch drucken lassen über Canva oder ihr druckt selber aus, ihr tragt es ins Fotolabor. Das geht natürlich auch. Also da sind wirklich alle Kanäle offen. Und der eine oder andere von euch kennt vielleicht Fotobook.at. Das ist also ein österreichischer Anbieter in Innsbruck. Da kann man einfach eine Fotokarte auch hier, wie ich zeige, online gestalten, mit Text, mit allem drum und dran, hier die Innenseite. Und das lasse ich mir dann einfach schicken. Das geht in ganz kleiner Auflage. Und so kann ich dann meine Foto Weihnachtskarte auch ganz leicht gestalten und dann verschicken. Das heißt, das ist überhaupt kein Problem. Und ihr kennt sicher auch noch viele andere Möglichkeiten. Ich habe hier nur dreimal gezeigt. In Wien gibt es das CyberLab, da kann man auch Fotos hinschicken. Die belichten die auch noch im letzten Moment, wenn man es noch kurz vor Weihnachten was braucht. Oder ihr habt einfach einen Service bei euch in der Nähe. Und ich kann es natürlich auch vom eigenen Drucker drucken. Und das muss jetzt kein Fine-Art-Printer sein. Also wenn ihr hier einen A4-Drucker habt, zum Beispiel die ganzen Canon Office-Drucker haben eine hervorragende Fotoqualität. Schaut es einmal. Da gibt es verschiedene Fotopapiere, vielleicht ein bisschen dickeres Papier. Ihr könnt euch Kartons kaufen, ihr könnt die Fotos dann auf so eine Karte kleben. Da gibt es in Wien zum Beispiel, in der Neubaugasse gibt es da so ein Spezialgeschäft. Also da kann man sich dann auch richtig hineintigern und kann also einfach ganz, ganz tolle, wie soll ich sagen, ganz, ganz tolle Unikate schaffen. Und wenn man die dann weiterschickt, natürlich hat jeder große Freude damit. So, jetzt machen wir schon mal runter die Kamera. Gut, ja, passt wieder. Und jetzt möchte ich euch, bevor wir zum Schluss kommen, noch ein bisschen was Weihnachten in der Ferne. Ich war ja sehr oft in Madeira. Und die Madeirenser lieben Weihnachten. Die haben ganz, ganz eine tolle Weihnachtsbeleuchtung. Und es gibt eine Weihnachtsrakete, die Fogueta Natal. Aber das Schöne an dieser Rakete ist, die hat keine Feinstaubbelastung und Christkindlmarkt in kurzer Hose natürlich auch was Tolles. Ich beginne einmal mit der Fogueta Natal, mit der Weihnachtsrakete. Das sind quasi die Blumen, die jetzt um diese Zeit blühen, zu Hunderten auf der ganzen Insel, ist eine Fackellilie. Die ist natürlich nicht endemisch, aber die Seefahrer begannen da Blumen mitzubringen und die werden jetzt auch angesetzt, aber die wachsen einfach ganz, ganz üppig an jeder Ecke und ja, das ist einfach eine tolle Geschichte. Aber jetzt gehen wir nach Funchal zum Weihnachtsmarkt. Hier am Hafen ist immer diese Pyramide. Diese Fotos habe ich alle mit dem Stativ gemacht und das Schöne ist, man kann dann auch in die Pyramide hineingehen und nach oben fotografieren. Also es gibt ganz, ganz großartige Motive. Hier eine Langzeitbelichtung, das ist eine, also diese kleine Straße hier bergauf führt in die Altstadt, das ist alles so geschmückt mit Lichterketten, also unpackbar viele Lichter, ich habe noch nie so viele Lichter gesehen, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, ob es jetzt weniger gibt, aber das ist einfach, wie gesagt, ganz, ganz eine tolle Geschichte. Und ich möchte natürlich auch das Webinar nutzen, bevor wir dann zu den Fragen kommen, um euch ein bisschen auch, um ein paar Dinge euch anzubieten. Der Online-Fotokurs richtet sich hauptsächlich an Einsteiger und also wer jetzt schon fortgeschritten ist und sich gut auskennt, für den ist es sicher, will ich sagen, ist nicht geeignet. Aber wenn jemand sagt, okay, ich bin gerade am Einsteigen, ich möchte das nachlernen, ich möchte mein Wissen systematisieren, das ist perfekt. Es sind über 20 Videos drinnen, es gibt ein großes E-Book, es gibt Übungen, es gibt Live-Calls, also da gibt es ganz, ganz viel. Das ist kein Abo, hat kein Ablaufdatum und der kostet normalerweise 299 Euro. Wir haben jetzt aber eine Weihnachtsaktion. Ihr könnt den Kurs auch verschenken und über die Links, die hier drinnen sind, die Präsentation werde ich euch dann zuschicken. Ihr bekommt dann einen Ordner spätestens morgen
Und ihr könnt ihn auch selber kaufen. Also hier sind die ganzen Links auch drinnen, ist auch der Rabattcode drinnen. Wenn es da eine Frage gibt, könnt ihr euch gerne auch noch bei mir melden. Und ich habe jetzt ein E-Book gemacht, ich werde es dann auch noch ganz kurz aufrufen, denn das E-Book hat jetzt 168 Seiten und ist von meiner Grafikerin richtig, richtig toll gelayoutet worden. Ich werde das einmal jetzt im Hintergrund aufmachen, damit ich es euch zeigen kann. Und das soll auch ein gedrucktes Buch werden. Und jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir mal mit irgendwas anfangen. Jetzt möchten wir mal probieren, das E-Book zu verkaufen, mal schauen, wie das ankommt. Und dann sehen wir einfach weiter. Aber ich habe da jetzt ganz lange dran gearbeitet, eigentlich seit, mal kurz überlegen. So bin ich da jetzt richtig. Warte mal. Eine Sekunde noch. Die ist nämlich gerade noch fertig geworden. Ich habe es zuerst hochgeladen in der letzten Minute, aber das ist immer so, ihr kennt es eh. Geht das immer so? Ich habe es da schon. Also, ja, jetzt habe ich es. Sekunde, sehr gut. So. Magst du ein bisschen kleiner? Ich werde jetzt nicht alle 168 Seiten zeigen, keine Angst. So, jetzt gehen wir da mal auf den Vollbildmodus. Wie gesagt, das sind 168 Seiten und es beginnt mit den Grundlagen über Sensor, also ganz, ganz viele Dinge. Wir haben auch Lichtszenen dabei, Bildgestaltung, also ganz, ganz viele Themen. Es ist sehr, sehr grafisch auch schön gestaltet. Und wie gesagt, jeder, der von euch schon einmal ein Buch gemacht hat oder publiziert, weiß ja, was das für ein Aufwand ist. Aber es ist jetzt auch geplant, dass das vielleicht als Buch gedruckt wird nächstes Jahr. Das ist dann der nächste Schritt. Aber jetzt schauen wir einfach einmal, dass wir das soweit fertig bringen. Und das Interessante ist, ich bin einfach draufgekommen, wie viel ich fotografiert habe in den letzten 5 Jahren, weil diese Fotos sind ja großteils bei Kursen der Wiener Fotoschule entstanden und auf meinen Reisen. Das ist dann schon erstaunlich. Ist schon erstaunlich, also was da alles zusammenkommt. Und ich will euch da jetzt gar nicht zu lange damit aufhalten, aber so in etwa schaut das Buch aus. Und so kann man es auch bestellen. Der Andreas schreibt, den Kurs fand ich ganz interessant, um mein Wissen aufzufrischen. Ich schaue da noch ab und zu rein, zum etwas nachlesen oder eine Übung zu wiederholen. Das ist das Tolle. Wenn jemand nicht nach Wien kommen kann, weil er halt weiter weg wohnt, dann kann er einfach immer wieder einsteigen oder nach dem Einsteigerkurs einfach so mal zum Nachschauen. Also das ist, sage ich so, der Mehrwert des Online-Fotokurses. Wir haben natürlich jetzt auch wieder sehr viele Präsenzkurse, aber das war einfach ein sehr, sehr großes Projekt, das wir da voriges Jahr gemacht haben. Und dieses, ich gehe nochmal ganz kurz in meine Präsentation zurück, dieses E-Book kostet jetzt eben 24,90 und da gibt es aber jetzt auch für euch eine Aktion um 19,90 und das kann man dann herunterladen. Das wird auch aktualisiert und wenn es eine Aktualisierung gibt, dann bekommt ihr die auch natürlich. Noch kurz zu unseren Fotowochenenden. Schaut mal auf die Homepage. Also wir haben ganz, ganz viel Programm. Das wisst ihr eh. Also da sind einige auch schon ausgebucht. Wir hatten heuer Gott sei Dank ein sehr, sehr gutes Jahr. Also die Wiener Fotoschule hat super funktioniert. Wir stehen auch auf sehr soliden Beinen und schauen sehr, sehr optimistisch in die Zukunft. Ich würde mal sagen, jetzt läuten wir mal die erste Fragerunde rein. Ihr könnt in den Chat reinschreiben, aber gerne könnt ihr euch einfach einmal selber freischalten und Fragen stellen zu dem, was wir jetzt gemacht haben. Okay, da gibt es schon irgendein Problem, wo dieser Bug ist, aber das werden wir dann im Nachgang E-Mail reinschreiben, wo der Bug ist, damit man das sozusagen findet. Ich habe da nur gerade gelesen, genau, danke. Gibt es sonst keine Fragen mehr? Das ist ja sehr interessant. Jetzt kommt ja noch was ganz Wichtiges. Ich habe jetzt einen tollen Assistenten, der Felix, der schreibt mir gerade Adventkranz, nicht vergessen. Ich habe mal was vorbereitet für euch, also das Gute kommt zuletzt. Kannst du mal kurz die Kamera antippen, ob die jetzt... Wir haben nämlich hier noch eine zweite Kamera aufgebaut. Jetzt schauen wir, genau, die kommt schon. Und zwar haben wir für euch einen Adventkranz aufgebaut, um euch dann noch ein paar Sachen auch live zeigen zu können. Ich sehe gerade keine Live-Vorschau. Okay, jetzt habe ich sie. Und wir müssen aufpassen, der Akku hat noch mal einen Strichel, gell? Also, wenn ihr jetzt zu Hause fotografiert, drehst du mal die große Lampe ab.
Also wenn ihr es zu Hause fotografiert, habe ich hier die Kamera einfach an meinen Laptop angeschlossen. Und dann kann ich natürlich viel, viel mehr noch probieren. Ich kann jetzt mal einen Fokuspunkt an die richtige Stelle setzen. Ihr könnt es dann auch hier vom Laptop direkt fotografieren. Das geht auch per WLAN, bei vielen Kameras. Und ihr seht es einmal, wenn ich jetzt hier irgendwas ändere, jetzt mache ich einmal die Verschlusszeit ein bisschen länger, das Foto wird heller. Man kann sofort mitschauen. Und was auch interessant ist, schaut euch mal bitte den Weißabgleich an. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel diesen AWB, diese White Balance, das heißt, das wird viel zu kühl. Ich gehe hier mal zum Beispiel auf Tageslicht, dann wird es gleich viel wärmer. Oder ich gehe hier auf, ich habe hier einen festen Kelvinwert mit 5200 eingestellt. Das geht dann auch. Das heißt, da könnt ihr das sofort probieren. Ich kann dann hier auch fotografieren. Mhm. Kurze Frage, mit welcher Software machst du das? Also das ist jetzt die Canon-Software, aber jeder Hersteller hat eine eigene Software. Also es gibt kaum einen Hersteller, der diese Software nicht hat. Und man nennt das auch Tethered Shooting. Und das geht zum Beispiel auch mit Lightroom. Also, aber auch viele andere Programme. Also das ist inzwischen ein Standard. Und das geht also mit Android-Tablets, das geht mit iPads natürlich, aber fast jeder Hersteller hat da eigene kleine App. Okay, danke. Mhm. Den Akku wechseln. Wir müssen nur den Akku wechseln. Aber das ist, wie gesagt, irrsinnig toll, weil ihr könnt es eins zu eins mitschauen. Und wenn ihr mal ein Foto habt, wo die Lichter sehr überstrahlt sind, dann macht es einfach zwei Bilder. Das heißt, ihr seht, jetzt bin ich ein bisschen in der Überbelichtung, das heißt, ich werde die Verschlusszeit ein bisschen kürzer machen, damit ich nicht zu hell werde. Wir haben jetzt da, also wir haben jetzt nur das Licht hier von dem Adventkranz. Also wir haben überhaupt kein Raumlicht, weil das Filmlicht sonst das Ganze stören würde. So. Und das Schöne ist eben, dass ich mir das einstellen kann, dann nach eigenem Gutdünken. Und man sieht das sofort. So, genau. Jetzt seht ihr, ich kann den Fokus einfach dann hinschieben, wohin ich das möchte. Und was ich zuerst gesagt habe, wenn das Foto sehr hell ist, dann mache ich auf zwei Bilder. Ich gehe einfach mal mit die ISO mal Stufe runter und wir sehen, dann wird das Foto gleich einmal dunkler werden. So, ich gehe mal auf 100. Ich mache hier dann mal ein Foto. Dann mache ich noch eines ein bisschen heller. Und die beiden verrechne ich dann. So, jetzt noch mal hier. Ich habe hier im Hintergrund den Lightroom offen. Und dann werde ich hier einfach einmal. Ich kann mal synchronisieren. Und das kennt ja jeder eine oder andere von euch. Ich kann dann einfach diese zwei Bilder markieren. Gehe dann hier auf Zusammenfügen von Fotos zu einem HDR-Bild und dann rechnet er mir quasi ein HDR-Bild raus und dann kann ich sozusagen diese ganz hellen Stellen vermeiden, wobei mich würde es auch nicht stören, wenn einmal die Kerze ein bisschen ausgebrannt ist. Das ist jetzt nicht so ein großes Problem, also das würde jetzt meiner Meinung nach auch nicht so massiv stören. Und das wäre jetzt das Ergebnis. Man macht jetzt eine sogenannte DNG-Datei. Ich kann das auch in der Helligkeit noch bearbeiten. Und ihr seht, das ist überhaupt kein Aufwand. Wir haben eigentlich hier, wir haben nur den Adventkranz, wir haben keine Zusatzbeleuchtung. Und ihr seht hier, dieses DNG hat auch die volle Information. Das kann man auch bearbeiten in jeder Richtung, wie man das gerne möchte. Also ich kann hier dann Weißabgleich noch ändern. Also hat man wirklich die volle Möglichkeit an allem, um das auch noch gut hinzukriegen. Machst du noch mal Licht, Felix, bitte? Ihr seht, jetzt bin ich richtig im Schatten. Aber wir haben hier auch ein relativ kompliziertes Setup, damit wir die Kamera eben zuspielen können. Aber inzwischen haben wir schon sehr viel Routine bei diesen Sachen. Gibt es bei euch noch Fragen soweit?